Hallo, mein Name ist Leonie und ich befinde mich heute ausnahmsweise mal außerhalb von Berlin. Ich treffe mich hier mit der Jungschauspielerin Farina Flebbe. Ich glaube, hinter mir ist sie tatsächlich zu sehen. Ihr seht, wir sind mit Tieren heute unterwegs. Ich freue mich sehr, was sie mir zu erzählen hat, auch über ihre neuen Projekte. Sie hat gerade ein sehr, sehr spannendes neues Studentenprojekt gedreht. Und ich lerne heute ein bisschen reiten. Neben dem, dass ich ein bisschen allergisch bin gegen Pferde, habe ich auch großen Respekt, aber ich freue mich drauf und nehme euch mit. So, Farina! Na? Schön, dich zu treffen. Na? Wo hast du mich hier hingebracht? An den, ans Ende der Welt. Ich weiß. Das ist ein schöner Reiterhof in Falkenthal. Und das ist Snoopy. Ich sehe schon. Willst du ihm eine Karotte geben? Oh Gott. Das kannst du. Also ich weiß, wer sich jetzt gerade totlacht über mich. So? Ja, mach so und dann so. Oh Gott. Sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich, ich muss dazu was sagen. Ja. Ich bin ein bisschen ängstlich, was Pferde angeht. Okay. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, als du mir erzählt hast, dass wir hierher kommen, weil ich es sehr schön finde. Ich bin total gerne draußen in der Natur und ich finde es wunderbar, mich mit Tieren zu umgeben. Ich habe allerdings eine kleine Pferdehaarallergie. Das ist schlecht. Nein, aber wir sind draußen, da verfliegt sich das. Ja, ne? Ja, ich verstehe, dass du Respekt hast. Ich habe auch Respekt vor Pferden. Erzähl mal, seit wann fährst du hierher und was ist dieser Ort für dich? Warum hast du dich dazu entschlossen, hierher zu kommen? Wir gehen mal ein bisschen näher zu ihm hin. Ich komme ungefähr seit einem halben Jahr hierher. Mich hat meine ganz liebe Agentin und Freundin Uta. Genau, mit hergebracht und mir das gezeigt, weil sie hier nämlich reiten lernt. Ja. Und ich bin wirklich nicht das klassische Pferdemädchen. Ich habe auch total Respekt und ich kann das total verstehen. Also du hast früher keine Wendy gelesen? Nee, gar nicht. Also ich hatte damit nie so richtig Berührung. Aber irgendwie, ich finde das halt total schön, wenn man so wirklich aus Berlin rauskommt mal und es ist immer wie so ein Ferientag, wenn man hier ist. Und jetzt habe ich mich auch dazu entschlossen, reiten zu lernen. Ja. Was für mich auch echt eine Überwindung war, weil, wie gesagt, die sind so groß und die haben so viel Kraft. Ne? Also ich habe auch wirklich Respekt davor. Ne? Ich weiß. Ich habe zwar immer Bibi und Tina früher gehört und geguckt. Ne? Du hättest aber auch gut die Bibi spielen können, oder? Oder? Musste ich aber reiten können. Ja, das hätten wir hingekriegt. Nee, aber das Ding ist so, wenn du drauf sitzt und die wollen losrennen, dann rennen sie halt, ne? Also denke ich mir. Weil die sind halt stärker als ich. Ja, natürlich. Und sonst sagt man ja Pferdestärken, ne? Genau. Aber ich hatte total Bock, das zu lernen. Und jetzt komme ich irgendwie regelmäßig her und... Es ist doch auch einfach herrlich, irgendwie aus der Stadt rauszukommen und eben mal nicht, in irgendeinem fancy Café abzuhängen, sondern eben auf so einem geilen, wunderschönen Tier dann irgendwie zu sitzen. Und es ist wie ein Ferientag. Wenn du irgendwie so ein paar Stunden hier warst, dann bist du so entspannt und es ist so einfach so mit den Pferden zu sein und allein der Geruch. Ja, ne? Oder? Als wir hier ankamen, ich hatte auch das Gefühl, dachte so, oh geil, endlich, wir sind wieder in der Natur. Es ist wieder schön. Ich finde auch, macht richtig gute Laune. Sag mal, du willst mir aber heute ein bisschen was beibringen, ne? Lass uns doch zumindest mal Snoopy ein bisschen putzen. Also wir nähern uns dem langsam. Ganz langsam, Baby Steps. Genau. Okay? Baby Steps. Die Mama ist okay, hattest du schon mal eine Szene mit einem Pferd? Also man muss ja dazu sagen, du bist ja gerade, ich bin ja sehr, sehr glücklich, dass ich dich überhaupt erwischen durfte zum Drehen, weil du ja eigentlich gerade jeden Tag irgendwie busy bist, habe ich den Eindruck. Ja, das stimmt. Ich komme halt gerade von einem sehr intensiven Dreh und so die Zeit danach ist auch immer so einfach so, ne? Genau, ein paar Kreise. Oh, da freut er sich, ne? Meine Nase auch. Alles weg. Und erzähl mal ein bisschen. Du hast gerade den Film, den Indie-Film, beziehungsweise auch ist ein Studentenfilm, muss man es sagen. Es ist mit Studenten. Eleanor, genau. Zu Ende gedreht. Er ist von Studenten, aber es ist kein Studentenprojekt. Also die machen das wirklich in ihrer Freizeit. Also es ist schon, die machen das wirklich, weil sie Bock drauf haben. Und das ist ein Film, es geht um Loverboys und ich spiele Eleanor, die 15 Jahre alt ist und so ihren ersten Freund hat, sich total in Danny verliebt. Der 5 Jahre älter ist. Der 5 Jahre älter ist und man halt irgendwie mit der Zeit erst merkt, was das eigentlich für ein Typ ist. Und dass er dir quasi was vorspielt, der mir was vorspielt, dann später. Um mich dann in die Prostitution zu drängen. Das ist ein krasses Thema. Ja, ne? Das ist jetzt gerade reden wir noch über diese wunderschönen Tiere und sind jetzt bei der Prostitution gelandet. Nee, aber ich meine, das ist ja wirklich tatsächlich auch ein Thema. Ich habe darüber vor 2 Jahren mal was gelesen, dass das da so einen riesengroßen Skandal gab. Genau. Und ich glaube, dass die
Macher dieses Filmes sich auch, ich glaube, das war ungefähr die Zeit, genau, wo es darum ging und dass sie das beleuchten wollten. Einfach auch nicht nur wegen der Intensität, sondern auch, um wirklich junge Mädchen darauf zu sensibilisieren, dass es das eben gibt. Das war ja für mich irgendwie, ich fand das so krass, weil die sind alle so zwischen 20 und 22 Jungs und beschäftigen sich dann mit so einem Thema, was ja vor allem Mädels, also junge Mädels betrifft. Und ich habe da aber auch wirklich wahnsinnig viel drüber gelernt, weil das ist ein Thema so, man redet darüber irgendwie nicht, ne? Und man weiß da auch so wenig drüber, dass es diese Loverboys gibt, diese Masche. Ja. Und da werden ja schon Mädels irgendwie reingedrängt mit 11 Jahren. Also es ist total, das ist wirklich, ne? Ist ganz schlimm. Und ja, ich finde es halt total wichtig, da irgendwie aufmerksam drauf zu machen. Und vielleicht kann man den Film später auch mal in Schulen zeigen oder so. Weil ich finde, also wirklich als Aufklärungsfilm? Ja, auch, ne? Unbedingt. Also der ist auf jeden Fall schockierend, er ist auch hart. Ja, wie war das für dich, den zu drehen? Es war hart. Ja, ne? Es war wirklich hart. Also wir haben auch wirklich... Es war ja ein Low-Budget- bzw. No-Budget-Film. Ihr habt alle nichts dafür bekommen. Das alle Schauspieler haben kein Geld dafür bekommen. Nee, das Team auch aber nicht. Aber dir war das wichtig, da mitzuwirken, einfach... Weil die Thematik dich interessiert hat? Auf jeden hat. Fall, ja. Und das Ding ist eben auch, dass wir haben am Ende sogar eine Vergewaltigungsszene gedreht. Oh krass, ey, das stelle ich mir schlimm vor. Das war krass, du bist ja selber auch so jung. Und also. Aber ich fand es eben wichtig, es dann auch richtig zu zeigen. Ne? Ja. Also ich habe gesagt, so, wenn man den Film macht, dann muss es auch irgendwie wehtun. Also, ja, krass. Ne? Weil da muss man nichts beschönigen, weil es ist nun mal so, wie es ist. Ja, ist harter Tobak. Ja, ist so. Sind wir ganz schnell ganz tief reingekommen jetzt gerade, ne? Ja, ist auch schön, dass wir nur die eine Seite putzen. Ja, ich gehe mal auf die andere Seite jetzt. Da muss man immer vorsichtig sein beim Drumherumlaufen, ne? Okay. Und ich finde es eben gut, wie der Film aufgebaut ist, nämlich in ganz, es fängt wahnsinnig süß und... Hallo. Es fängt alles ganz süß und harmlos und happy an und es wird, endet dann eben in einer absoluten Katastrophe. Und ich glaube, dass man mit dem krass, Film wirklich, ne, junge Mädels erreichen Wann kann. Wann kommt er in die Kinos? Also er wird jetzt vorgestellt bei verschiedenen Festivals, genau, soweit ich weiß. Genau, Festivalauswertung, aber der wird jetzt erst im Herbst fertig. Da steckt ja so ja, viel. Die müssen jetzt erstmal synchronisieren dahinter. Und was weiß ich. Und genau. Aber es ist ja schön. Gratulation, dass du den Film jetzt... zu Ende, dass ihr den wirklich geschafft habt. Ja. Ich meine, das muss man auch mal dazu ja, sagen. Das stimmt. Studenten, die aus eigener Tasche ja, das finanziert haben, ja, ohne Fördermittel eigentlich erstmal. Ne? So ist es. Ja, es war, also klar, es gibt viele Hilfsvereine, die da natürlich auch mit an Bord sind und so. Aber auch die Technik, die sie da bekommen haben und so, das ist alles wirklich, also es ist ziemlich, ziemlich krass. Finde ich geil. Ich habe auch gelesen, dass dann wirklich so die ganze Stadt oder der ganze Ort mitgeholfen das war hat. Wahnsinn. Da hat dann die Feuerwehr haben euch Regen künstlichen gemacht. Regen gemacht. Die sind gekommen, um Regen die Polizisten, zu machen. Echte Polizisten haben bei euch ja, als Polizisten im Film mitgewirkt. Ja, das war alle, toll, die so ein bisschen am Gucken waren, wurden dann als Protagonisten ja, verwendet. Also als Komparsen, genau. Genau, ja. Komparsen. Und ja, finde ich schön, dass dann irgendwie so ein ganzer Ort zusammenhält und eine kleine Gruppe an kreativen Leuten da das stimmt, aber das war eben auch ein ganz süßer Ort in der Nähe von, oder in Stuttgart, ich weiß nicht, Backnang. Backnang, ja. Und das Witzige ist eben so, wenn da was passiert, dann ist das halt auch gleich eine große Sache. Ja, ja, das, ne? Ist hier, das wird für immer und ewig im, ja, im Stadtbuch cool stehen, ja, wahrscheinlich. So, wir könnten noch mal ein bisschen Husten auskratzen. Oh. Das ist Bock, oder? Oh. Das kriegen wir ich bin so ja lang, echt, also normalerweise habe ich ja immer, denke ich, ich habe... Ich bin cool, aber ich bin aber gar nicht cool gerade. Ja. Ich ja, bin gerade ziemlich uncool, weil ich echt, also das ist etwas, da habe ich Angst vor. Das zeigst du mir jetzt, ja? Ja, ich zeig dir das jetzt. Ich okay, hoffe, dass wir das schaffen. So. Snoopy? Schnubi? Bürger, bewahren Sie Ruhe. Guck mal, warte, wir machen das so. Naja, guck mal, du kannst den ja mal nehmen. Aha. Und ich nehme dir die Hufe hoch und dann kannst du auskratzen. Bist du dir sicher, ja, dass ich das mache? Das können wir. Komm her. Snoopy, okay, okay. Wie, mit der Seite oder mit der Seite? Mit der scharfen. Okay, Snoopy, bewahren Sie bitte Ruhe. Sehr ja, gut. Okay, warte mal. Wunderbar, siehst du. Das läuft ja richtig gut, ja. Oh mein Gott, oh, das geht aber siehst eigentlich, das? Ne? Ich finde, das macht fast ein bisschen Spaß. So, Snoopy, jetzt müssen die anderen Seiten ja, auch noch machen. Ja, das ist korrekt. Finde ne? Ich gut, dass du so gründlich bist. Ich bin sehr gründlich. So, Snoopy. Ja, ich habe auch immer ein bisschen Schiss, dass bitte die mich treten. Bitte jetzt nicht äpfeln. Äppeln, oder? Meine hier. Oh Gott, ey, alle, die jetzt wirklich ein Pferd haben, denken sich so, oh mein Gott, was machen die da? Was machen die zwei Frauen da? Und ich finde, du solltest mal bei einem Remake von Bibi und Tina mitmachen und ich bin dann diejenige, die,
Nee, aber es ist ja wirklich so, dass es wahnsinnig viele Filme gibt, in denen Pferde dabei sind. Und gerade auch so Märchenfilme, ich will ja unbedingt mal eine Prinzessin spielen. Ey, aber ich könnte mir bei dir so gut vorstellen, dass du auch mal irgendwie eine Schneewittchen oder sowas drehst. Ich hätte da richtig Bock zu und deshalb muss ich halt so ein bisschen reiten können, finde ich. Ja, das stimmt. Ich gebe auch echt mein Bestes, aber ich bin am Anfang. Jetzt, wie geht's weiter? Jetzt kannst du da aufsteigen. Ach, ich dachte, ich muss so cowboymäßig da aufsteigen. Das mache ich auch nicht. Willst du das so? Ich will das versuchen. Oh, das mache ich auch nicht. So, genau. Vielleicht habe ich ja Glück und bin. Guck mal, dann nimmst du dieses Bein rein. Ich krieg das doch nicht mehr so. Soll ich dir die Gelenke? Nee, ich krieg mein Bein. Nicht mal. Okay, warte. Ich glaube, die Jeans ist doch ein bisschen zu eng. Wir versuchen das am anderen Cowboy-Mädchen. Warum machst du das nicht? Okay, weil ich angeben will. So. So. Nimm mal meinen Arm hier hoch. Soll ich Räuberleiter machen? Warte, so, ich hab, ja. Genau, komm. Geht das? Okay. Wir machen das lieber auf diesem Tritt. Okay, dann passen wir die Füße nochmal an. Chaka! Links? Genau. Und wenn du willst, hältst du dich hier ein bisschen fest. Yes. Perfekt, genau. Und setzt dich weit nach vorne. Oh mein Gott. Okay. Okay, und dann geht's los. Aber langsam. Ja, ich bin bei dir. Okay. Ja. Sieht gut aus. Und wie fühlt es sich an? Toll. Toll, aber ich muss echt sagen, ich habe Respekt vor diesen Tieren. Aber das ist ja nicht schlimm. Hilfe. Seite? Liebes Pferdchen. Nicht schlecht, Herr Specht. Gehen wir da lang, ne? Genau, so rum, super. Und jetzt, Leonie. Bibi wir sind und Bibi Tina. Und Tina. Auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen mit. Sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind.